herzlich willkommen, Leute, zurück zu Let's Play The Assassin's Creed 4 Black Flag. Im letzten Part war es ja so, ich wollte ja sagen, wir fahren zur nächsten Stadt, Inselstadt, ne? Hab ich ja gesagt, hab große Reden gespuckt. Haben uns aber an dem Fort hier aufgehalten. Und haben wir eigentlich überhaupt noch Schätze? Moment mal. Ich hol mir mal ganz kurz den Marinekonvoi. Hat einen Grund, denn wir brauchen ganz dringend Kohle, um unser Schiff weiter aufzurüsten. Und so ein Konvoi ist da mal ziemlich gut. Damit auch Stärke ganz haben. Dürfte das. Wir haben eine Gans. Witzreißer hoch Level 20. Geht's hier überhaupt hoch 20? Ich glaube schon. Ach, die kämpfen sogar schon. Das ist wunderbar. Gegen eine andere Fregatte mit Rum und Zucker. Geil. Okay, dann bist du natürlich mal unsere Nummer 1, lieber Herr Konvoi. Feuer frei! So, Pirat gegen Spanier, gegen Briten. Krass. So, helft uns mal. Oh, zwei britische Fregatten, die helfen uns erstmal übelste. Interessant, wie uns die ganzen Briten helfen. Sie haben uns Minen dagelassen. Feuer! Nur ein gut platzierter Schuss. Sie mit erstmal die entern und dann schreiben wir uns die anderen, denn ich habe ein bisschen viel Schaden eingebüßt. Aber du entkommst mir nicht, Konvoi. Du bist als nächster dran. So. Alter, der Sound ist auch extrem laut hier gerade. Ich sollte echt mal mit der Alpha-Media mal den Sound runterstellen, dass es nicht ganz so laut ist. Und kommt dran, Matrosen, jetzt seid ihr versenkt. Ne, auch für den Grund des Meeresboden. Dann könnt ihr mal Davy einen schönen Gruß ausrichten. Und jetzt, Alioppa! Warum schafft er den Sprung nie? Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu blöd dafür. Ich hab dich schon gemerkt. So, und du stirbst auch, Kollege. So. Ach, kennt ihr schon Davy Jones? Den werdet ihr, wenn nicht, ihr lernt ihn jetzt kennen. Ja, ich bin so richtig badass. Badass Motherfucker of the Sea. ja. Ich kann Englisch. Denkt man zwar nicht, weil Gehirn und so. Denkt man bei mir also nicht, dass ich Englisch kann. Ich beherrsche diese Sprache ziemlich gut. Alter, die haben mich wieder vergessen, die Bitches. Scheiß Spanier, Alter. Dreht euren Feinden in den Rücken zu. Dreht euren... Ich hätte alle Fregatten hier ändern. Ich werde diesmal keine Sanftmut walten lassen. Wir verkraften keinen Treffer mehr. Oh, die gehen am ehesten im Arsch. Ah, wie das ist ein scheiß Schiff. Hier ist ein scheiß Schoner da hinten. Ein Zeichen und die Angriffe, die Trab- und Darmsegel. Dann ändere ich euch eben auch noch. Nur falls eben dann in Folge 31 sind wir dann endlich in Kingston. Ich verstehe da einen Schurken. So, die. Also hat jetzt auch die andere Fregatte uns auf dem Schirm. Das ist nicht schön, dass die uns jetzt auch auf dem Schirm hat. Wir werden auch gleich gesucht. Ah, das ist nicht ganz so schön, Mann. Problem ist, ich brauche das Schiff, um mich zu heilen. Das ist sehr bedauerlich. Ich wollte eigentlich jetzt meine Gesuchtanzeige wieder runterschrauben. Und aus der Luft! Haha, wie ein Assassine! Und meisterlich im Kampf führt er seine Klinge. Naja, fast meisterlich. Aber ihr habt verloren, Bitches! So, dann zeigt mir ja, was ihr für schöne Ladung habt. Schau mal rum oder dergleichen. Holz? Okay, Holz ist nicht schlecht.
braucht man immer mal für Upgrades zwischendurch. Ist nicht schlecht, Holz. Hab ja auch noch eine Prise rum erwartet. Oh, ihr scheiß Fregattinen! Bams! Stirbt! Komm schon, treff die Bastarde! Komm! No, komm schon, treff die Bastarde! Und jetzt sinkt! Ja, gleich sind sie down, gleich sind sie down. Kanone bereit! Scheißegal jetzt. Fick dich, Verfolger. Ja, das ist nicht gut, das ist nicht gut, die treffen mich. Feuer! Ihr anderen seid auch alle noch dran, aber erstmal werden die hier geentert. So, jetzt seid ihr dran. Und entern. Haha, entern oder kentern. Und einmal übers Geländer drüber gesprungen wie ein waschechter Athlet. Und einmal nach oben bitte. Haha, jetzt beginnt der Kampf auf Profi-Niveau. Habt ihr gesehen? Oh, schon sind zwei schon down. Die neue Gun, die ist vorne das Dieg, ist die. Ja, auf den Kapitän bitte. Auf den Kapitän und da von oben. Was? Bams! Der Kapitän ist nicht so leicht, so mal auf die leichte Schippe zu nehmen. Der kann schon was. Aber die anderen können nichts. Das ist sein Suffering. Bams. 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 No indifferent. Wichser. Oh Mann, ich sagte no indifferent. Nicht einmischen. So, stirb, du Bastard. Und auch du warst zu langsam. Denn um einen Assassinen zu töten, braucht es mehr als nur ein billiges Rumgefuchtel. Da braucht man schon Kunst und die habt ihr alle nicht. Wir haben gewonnen. Und das in 7 Minuten haben wir schon ein bisschen wenig erreicht. Ein Schiff schaffen wir noch. Auf jeden Fall erstmal der Health ein bisschen hoch pushen, damit man die ganzen schnell sterben. So, okay, dann werden wir halt gesucht. Scheißegal, mir versenken den Mist jetzt einfach hier alles. Was ist da drüben noch so Schönes? Da drüben, oh, ist eine Fregatte mit Rum und Zucker. Die streiten sich auch alle so schön. Das ist Wunderbärchen. Sind bereit, Sir. So. Geil, wir haben ein Schiff sofort kaputt gemacht. Und jetzt seid ihr noch dran. Scheiß Brick. Und jetzt geht's schwere Kugeln. Schon kaputt? Alter. Schon versenkt auch noch. So, und ihr kriegt jetzt volle Breitseite ab. Oh nein, jetzt kommt die Breitseite erst. Und das mit schweren Kugeln. Haha, ihr gehört uns. Macht euch bereit, ihr Landratten. So, jetzt seid ihr alle fällig. Oh, die haben auch Rum und Zucker. Das ist gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Was haben die? Auch eine Fregatte mit Holz und Holz und Zucker ist auch nicht schlecht. Aber erstmal sind die ja dran. Ach, wieder die Flag klauen. Und dann auf jeden Fall nach der Flag. Also nach denen hier vielleicht. Moment mal, kann ich mir die auch noch schnappen? Ich kann mir die auch noch schnappen, geil! Das sind gar nicht die, aber ich kann mir die auch noch schnappen. Zählt das auch jetzt, wenn ich die hier töte? Krass, Alter. Ich
schleich einfach mal da alle aus. Da staunst du was? So, wie ich alle fertig mache, Alter. Ist geil. So. Jetzt komme ich hier in den Fahrenkampf. Da wollt ihr eure Freude einmischen, aber das war aber nichts. Und jetzt gehst du auch mal zu Davy. Oh, rennen. Nein, 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 nein. A clear shot. Das war aber kein klarer Schuss. Ach man, dieses scheiß andere Fregattenschiff. Oh. Fickt euer Leben, Jungs. Alter, die hängen hier übelst fest. Die haben auch keinen Kapitän mehr. Das heißt, die können eigentlich theoretisch auch nicht mal steuern. Das heißt, wir schnappen uns jetzt einfach danach. Nach diesem Gefecht. Alter, wie hier alles ruckwankelt und so. Das ist geil. Das ist richtig krasse Scheiße. Und jetzt einmal die Flagge ist abgelegen. Jetzt habt ihr ganz schön schlechte Karten. Jetzt habt ihr nämlich keine Flag mehr. Das heißt, ihr seid eigentlich unfähig zu fighten. Und der Assassine kommt. Mit keiner Barmen. So, und jetzt einmal festhangeln. Und jetzt geht's los. Scheiß Britannia. Habt ihr schon gesehen? Alter, hier wackelt es echt. Übelst nicht human. Alter. Oh, wie. Oh, Alter, es ruckelt übelst hier auf dem Schiff. Alter. Aber ist realistisch. Ist realistisch, wenn halt. Zwei Schiffe sich halt verkanten. Alter, ihr seid solche Luschen, Alter. Könnt ihr überhaupt nichts? Und verloren habt ihr, erfolgreich verloren. So, dann noch die andere Fregatte und dann ist auch Folge zu Ende dann. So, Bekanntheitsgrad verringern, das wäre schön. So, die andere Fregatte haben wir auch kaputt gemacht, denn die hat sich ja staudauernd selber gerammt an den. Die hat sich ja dauernd selber gerammt an unseren Schiffen, was ja aber schon im Enter-Prozess war. Damit haben wir keinen Schaden bekommen. Das ist wirklich praktisch gewesen. Und auch vielleicht kann man echt mal Pulverreserven zerstören. Also ich habe übelst einen Frosch im Hals. So, dann noch die Fregatte hier. Und dann haben wir erfolgreich einen Seeraubzug begangen. Stimmt, hier habe ich ja schon übelst viel zerstört. Getötet meine ich. Der Kapitän lädt dann nicht mehr. Dank meiner Meisterleistung. Alter, also, der Typ ist mir zu heftig. Alter! Ich hab ihm die genau die Waffe schon. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und hier mit dem Gewehr nochmal. Mit der Bajonett. Und aus dem Sprung. Und verloren. Hahaha. Und wie viele Minuten haben wir schon aufgenommen? 14 Minuten, okay. Nach dem Enter noch, dann noch das Zeug einsammeln und dann ist Folge zu Ende. Also an alle Zuschauer.
So, da haben wir ganz schön was geholt. Genug Holz, genug Metall und genug Verkaufsgüter, das heißt, und auch Geld. Das heißt, wir können uns im nächsten Part dann ordentlich was Schnieges kaufen. Das heißt, also bis zum nächsten Mal.